Servus und hallo zurück zu Martha is Dead. Weiter geht's. Neues Kapitel, die Leiche. Ein Tag nach, ja. O Herr, der du die Sterbenden zum Leben erweckst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Ganz kurz noch, ich muss hier nur ein bisschen Einstellungen machen. Und zwar Kameraempfindlichkeit, die muss ich ein bisschen runtersetzen. Ich setze mir mal auf 80, ein bisschen runter. Okay. Übernehmen. Okay. Zurück, fortfahren. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Tipps können in den Spieloptionen deaktiviert werden. Danke für den Tipp. Okay. Immer. Zettel. 17. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. Drücke W, um das Telegramm zu ändern. 17. Juli 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. Die denken ja tatsächlich alle, dass wir tot sind. Stimmt. 17. Juli 1944, Kriegsministerium. Generaldirektor für Wehrpflichtige und Unteroffiziere. Wir trauern um euren plötzlichen Verlust und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Oberstleutnant Berichterstatter. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Errungenschaften. Errungenschaft der Herrscher. Okay. Telefon. Den soll man jetzt anrufen? Es gibt keinen Grund, das Telefon jetzt zu benutzen. Na gut, sehe auch so. Okay, Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Nein, nein, unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Okay, im Vorgängerspiel gab's keine Jumpscares. Ja. Papa muss am Boden zerstört sein. Er liebt mich. Ich hab's vermasselt. Und jetzt muss ich zusehen, wie er unter meinem Tod leidet. Ich kann zumindest die Kerzen für ihn anzünden und ihn im Schlaf etwas Trost finden lassen. Kerzen anzünden? Zünde die Kerzen an. Brauch irgendwo Feuerzeug oder so, oder? Kameraempfindlichkeit ist immer der Wahnsinn. Ich bin hier. Ah, Feuerzeug. Alles klar. Steuerung ist. Ja, wahrscheinlich kommt wieder irgendein Jumpscare oder so. Wenn ich alle Kerzen angezündet habe. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass das Spiel nicht auf billige Jumpscares setzt, sondern halt
durch Atmosphäre so Grusel verbreitet. Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen oder Martha schicken, wenn du magst. Nie hat man seine Ruhe. Auch nicht in einer Zeit wie dieser. Zünde die Kerzen jetzt an, bitte. Sie können keine Sekunde still sitzen. Ich mach die Stimme mache nur ein bisschen lauter. Automatisch gespeichert. Optionen. Einstellungen. Audio. Sprachlautstärke, die machen wir kein ein bisschen schlechtes laut. Foto. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Okay, nehmen. Rück vor vorn. Gut, Blumen. Blumen. Brauch Blumen. Wohin mit den Blumen? Bei ihr muss immer alles perfekt sein. Wohin mit den Blumen? Blumen? Damit. Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. Blumen? La mia barba. C'è irgendwo Blumenvase? Parla Londra. Wo hatten die gesagt, soll ich die Blumen hinstellen? Wo stellen wir Blumen hin? Legen wir da hin. Nein. Blumen. Blumen. Blumen in den Flur stellen. Ah ja, Blumen. Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Okay. Hier kann ich nicht raus. Ja, warum hat wer die Tür zugemacht? Erich! Erich, wach auf! Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Hm? Ja, ich war so müde. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter? Deine Tochter? Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich? Sie hat immer nur Probleme gemacht und jetzt hat sie auch noch umbringen lassen. Frechheit, was ist denn mit dir los? Also. Wir haben das getan, um mir zu schaden. Ja, dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause.
Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsteten, von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen? Das hoffen die Carabinieri, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Okay. Muss ich irgendwann mal Martha auswählen? Das Spiel will doch, dass ich irgendwann Martha auswähle. Wie zieht es jetzt durch? Ja, das Schöne an so Albträumen ist ja, man kann eine Szene ewig durchleben. Okay, wähl Martha aus, Spiel, du hast gewonnen. Martha fand. Ah, wieder von vorne. Martha. Verlor. Ihre Seele. Ich stahl ihre Identität. Atmosphäre ist der Wahnsinn von dem Spiel. Bitte was?
Nicht wirklich jetzt, oder? Okay. Ja. Ja, rüber. Okay, das Spiel ist krass. Liebes LKA Entertainment, was ist los mit euch? Machen wir jetzt einen auf Hannibal. Okay. Ist es übel. Uiuiui. Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Uiuiui. Man kann nichts machen. Ah, ich muss das Bild anschauen. Okay. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Marthas Seele einfangen? Neues Kapitel, das Zimmer. Ja, ich weiß, die Folge ist kürzer. Ah, Space, interessante Punkte hervorheben. Okay. Ich weiß, die Folge ist kürzer, aber ich beende die jetzt einfach, die Folge. Glaub, ich nenne sie Albträume oder so. Vielen Dank fürs Ansehen. Nächstes Mal geht's weiter. Servus.